Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich bin in Polen beim Longrange-Schießen. Es ist die Longshot 2021 und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Was passiert hier? Wie jedes Jahr 3 Tage Longrange-Schießen. Am ersten Tag gibt es wieder das Training für die Entfernungen 300, 600 und 800 Meter. Am zweiten Tag, also am Samstag, gibt es dann den Wettkampf für 300, für 600 und für 800 Meter. Und am Sonntag gibt es dann nochmal 1000 plus. Das müssen wir erstmal ausmessen, wie weit es wirklich ist. Vielleicht 1100 Meter. Und danach gibt es dann die Siegerehrung. Mal gucken, wie das Ganze läuft hier. Die Longshot ist ja das größte Sniper-Event in ganz Europa. Und es kommen natürlich ein Haufen Leute hierher. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber es werden wohl 500 Leute sein, die hier schießen. Es ist ja das Militär auf der einen Seite und die Zivilisten auf der anderen Seite. Und ja, alle wollen schießen. Viele werden auch in mehreren Disziplinen schießen. Das heißt, haben 2 Gewehre mit, manche sogar 3, aber manche auch nur 1. Wie funktioniert das Ganze hier? Man muss sich anmelden und das macht man am besten schon einen Tag vorher, also nicht am Freitag, sondern am Donnerstag. Da ist die Anmeldung nämlich Nachmittag schon geöffnet und es sind natürlich immer lange Schlangen, weil alle müssen sich irgendwie anmelden. Der ganze Covid-Kram muss immer noch abgegeben werden und ja, und die Ausweise müssen gemacht werden, damit man auf das Gelände heraufkommt oder hier hineinkommt. Da braucht man dann solche Ausweise, sonst wird man nicht reingelassen. Und das muss natürlich alles registriert sein, denn wir befinden uns hier auf einem Militärgelände. Wie läuft das weiter ab? Man sucht sich natürlich irgendwie eine Unterkunft und kommt dann am nächsten Morgen auch so früh wie möglich her. Denn der Parkplatz ist wirklich voll besetzt hier und es ist immer nicht so einfach. Und man will ja auch irgendwo eine Stelle finden, wo man dann ja, die ganze Zeit irgendwie kampiert. Je nachdem, ob Regen da ist, ob Sonne da ist, ob man im Schatten sitzen will oder ob man trocken sitzen will. Dann bringt man natürlich sein eigenes Zeug mit, wo man sich irgendwie ja, einen Regenschutz baut. Und wenn man Glück hat, dann ist so ein Wetter wie dieses Mal, dass man sowas alles nicht braucht. Man stellt sich einen Campingstuhl vors Auto und das war's dann schon. Wie läuft das ab? Also das Training und der Wettkampf, die laufen gleich ab. Man wird in eine Squad eingeteilt, das heißt, hier gibt es die Squads 1 bis 9. In so einer Squad starten dann ungefähr 20 Leute. Und dann beginnt man morgens gleich mit der Squad 1 und die schießen dann 300 Meter. Dann kommt die Squad 2 und die schießt dann 300 Meter und so weiter bis zur Squad 9 hier. Und so, dass alle 300 Meter geschossen haben. Dann wird die Entfernung gewechselt und die Squad 1 ist wieder dran und schießt 600 Meter. Das hat natürlich den Vorteil, dass diese ganzen Verhältnisse, die Witterungsverhältnisse so ein bisschen fair verteilt sind. Das heißt, man schießt also über den ganzen Tag verteilt seine Disziplin. Und wenn man in 2 Disziplinen drin ist, dann sollte man sich so eine Squad suchen, zum Beispiel die 1 oder die 3 und 4 oder meinetwegen auch die 4 und die 8, sodass man ein bisschen auseinander liegt mit den Startzeiten. Sonst hat man natürlich ein Problem mit dem Wechsel. Wenn man jetzt eine Squad hat, die genau dahinter liegt, müsste man mit 2 Waffen nach vorne. Und das ist dann schon ein bisschen stressig. Manche schießen ja 3 Disziplinen. Das ist schon richtig stressig. Man muss ja quasi 9 Mal am Tag nach vorne laufen. Und das im Training und auch im Wettkampf. Und das muss alles immer noch funktionieren. Und diese Rennerei vom Auto zum Startplatz, alles aufbauen, alles wieder abbauen, ist natürlich auch ganz schön viel Arbeit. Ich denke mal, wenn man 2 Disziplinen schießt, dann ist man schon gut unterwegs hier und hat aber noch genügend Zeit, sich zum Beispiel auch diese ganzen Buden anzugucken, die aufgestellt sind, vernünftig essen zu gehen. Hier gibt es nämlich eine schöne Verpflegung. Dieses Jahr gibt es ein besonders schönes Zelt. Das heißt, man kann hier super sitzen, auch bei Regen, obwohl es den Gott sei Dank nicht gibt. Und und kann dann ein bisschen umhergucken, Freunde treffen, neue Leute treffen und natürlich über die Ergebnisse schnacken. Man kriegt am ersten Trainingstag natürlich seine Karten und kann die dann auswerten und kann danach für den Wettkampftag alles vorbereiten. Der Wettkampftag läuft genauso ab wie der Trainingstag. Also alle Squads schießen wieder alle Disziplinen hintereinander weg. Also immer 300, dann erst nachher 600 und dann erst nachher 800. Und so läuft das dann den Samstag über. Und am Sonntag schießt man dann nur die 1000er Disziplin. Das wird auch wieder getrennt gewertet. Das heißt, die 300, 600 und 800 wird zusammengewertet. Und die über 1000 ist eine Extrawertung.
Und natürlich alles getrennt nach den Klassen. Standard zum Beispiel mit 223 und 308. Und Standard Open dann mit allen möglichen Kalibern. Dann natürlich Magnum, wo die Magnum-Kaliber drin sind. Und Super Magnum gibt es auch. Und natürlich auch Historical, das heißt die historischen Gewehre. So dass es eine ziemlich große Bandbreite gibt, die man hier mitschießen kann. Ich werde mal sehen, was ich alles hier auf der Longshot so nebenbei aufnehmen kann. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Am Wettkampftag werde ich überhaupt nicht drehen, weil das lenkt gigantisch ab. Ich habe das heute wieder gemerkt beim Training, dass man Sachen vergisst, Fehler macht, weil man immer eine Kamera dabei hat und so. Und deswegen muss ich da ein bisschen auf die Bremse drücken und gucke mal, wie viel ich so nebenbei aufnehmen kann. Ja, das Training ist gut gelaufen für mich, das fand ich gut, aber meistens ist es so, wenn ich das Training gut absolviert habe, war ich im Wettkampf schlecht. Ich bin mal gespannt, wie der Wettkampf läuft und ja, will mir mal selber die Daumen drücken, aber die Konkurrenz ist halt auch riesengroß hier und ja, man muss auch ein bisschen Glück haben mit der richtigen Einschätzung des Windes. Mein Fazit zu diesem Event, wie immer, hervorragend. Die Organisation hat gut geklappt und es hat sehr viel Spaß gemacht zu schießen und es hat sehr viel Spaß gemacht, andere Leute zu treffen. Das Ganze drumherum war natürlich wieder super. Man sitzt auch abends zusammen und klönt und trinkt auch mal ein Bier, na klar. Und ja, ich fand, das war ein gelungenes Event und ich komme natürlich immer wieder gerne her. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder hier bei der Longshot. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Dann werdet ihr auch informiert. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Ja.